Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich stehe für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht's hier um diesen schicken Otter, auf dem ich gerade sitze, und dieses Mount kam jetzt mit dem Pre-Patch von Dragonflight rein über ein Achievement. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Wir sind hier einmal im Achievement-Fenster und dann müssen wir hier runter auf Sammlungen gehen und haben dann den Reiter Reittiere und hier haben wir dann einmal das Account-Achievement Danke fürs Tragen. Und für dieses müssen wir Folgendes absolvieren: erhaltet 500 Reittiere für Einzelreiter. Heißt, du musst auf einen Char 500 Mounts reiten können. Und als Belohnung gibt es dann hier einmal dieses schicke Mount. Und zwar heißt das einmal Otterweltlicher Träger Otuk oder irgendwie so. Hat einen relativ komplizierten Namen, sieht aber echt schick aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auch einmal hier das ein bisschen genauer an. Ihr seht, also das ist quasi ein Otter, der so ein bisschen wie die Soul Shape gestalten in der astralen Form ist. Und dann gucken wir uns auch einmal das Mount Special an. Das finde ich nämlich relativ cool. Seht euch, der steht so ein bisschen auf den Hinterfüßen, reibt sich so die Augen, schaut sich ein bisschen um, ist auf jeden Fall süß, muss ich auf jeden Fall zugeben. Und ja, dann kann das Viech nicht nur reiten, sondern es kann auch fliegen. Also es ist tatsächlich ein Flugmount. Wer hätte es gedacht, dass ein Otter fliegen kann? Es, während es fliegt, sieht es schon arg so aus. Wir gehen jetzt mal einen Ticken ran. Es ist ein bisschen klein, finde ich auch. Es sieht schon arg wie diese Wolkenschlange aus tatsächlich, ne? Also, wenn man weit weg scrollt und nicht genau sieht, dass das ein Otter ist, könnte man meinen, das ist eine Wolkenschlange. Und ja, kann auf jeden Fall fliegen, ist ein schickes Ding. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja gut, wie soll ich jetzt 500 Mounts zusammenkriegen? Aktuell im Spiel kann man einige haben. Ich bin jetzt schon bei 831 und jetzt mit Dragonflights kommen ja dann nochmal eine Handvoll Mounts dazu. Heißt, man muss bei Vipen nicht alle Mounts haben, um die 500 aktuell aufzufüllen. 500 sollten gehen. Ich habe auch so sehr viele Mounts Videos gemacht. Falls euch da noch das ein oder andere fehlt, könnt ihr mal so ein bisschen meine Mount-Playlist durchgehen. Da versuche ich alles möglichst anschaulich und einfach zu erklären. Und ja, vielleicht könnt ihr euch das ein oder andere Mount dann noch holen, das euch fehlt, auf die 500 und dann dementsprechend auch diesen schicken Otter eintüten. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Attila, bis zum nächsten Mal. Ciao.